Okay, holla Jungs und Mädels und willkommen zum zweiten Runde der Playoffs. Wir sind ja im Halbfinale gegen Belmont und seinem Rain-Team. Er hat sich schon vorqualifiziert, weil er der erste Platz in der regulären Saison war. Wir haben auch gegen ihn in der regulären Saison verloren. Hauptsächlich wegen einem Missplay von mir, wo ich einfach meinen Zorak in den Close Combat reingeswitcht habe. Aber ja, schauen wir mal, wie es heute läuft. Ihr habt ein bisschen anderes Team dabei, weil wie gesagt, ich finde immer, man hat ein bisschen einen Vorteil, wenn man in der Hinrunde verloren hat. Wollen wir mal hoffen, dass meine paar Änderungen, die ich habe, effektiv sind. Hälfte meines Teams ist, sind dieselben Mons, die andere Hälfte ist neu, also schauen wir mal, wie effektiv es tatsächlich ist. Aber ja, ich schneide, bis wir seine Mons sehen und wir ein bisschen mehr darüber reden können. Also bis dann. Okay, hier sind wir. Wir sehen sein Team und es ist fast Edwin Latias diesmal dabei. Das ist anders. Also er hat ein Paluswine dabei. Ich habe erstmal alles auf. Egi. Kamalm. Dann Latias statt. Was hat letztes Mal hatte da Omanitas gehabt. Omanitas gehabt. Dann noch natürlich Pelipper. Und sein Torn. Okay. So. Bei uns die Änderung, um kannst drüber zu gehen. Das Original genau dasselbe. Physisch-defensive Gorgeist. Dann Trick Room, Free Attacks, harte Rede. Assault Vest mit mehr Special Book als letztes Mal sogar. Dann das ist neu, physisch-defensives Nidoqueen für sein Links, bla bla, Eat Slash. Dann ein Defense Curl, Body Press, Miltank, damit ich keine Speedrops kriege. Und dann noch ein Spit Death Bronzong. Okay, wenn wir unser Team angucken, letztes Mal hat er mit seinem Piloswine, mit seinem Torn geleadet, aber Piloswine wäre auch eine Viable Lead. Gegen Piloswine und Torn habe ich keinen, der wirklich. Ich glaube, mein Bronzong ist nicht das Beste gegen beides, deswegen werde ich damit leaden. Allgemein Bronzong, letztes Mal hat er glaube ich auch mit seinem Panther geleadet, könnte auch sein. So oder so, Bronzong ist eine ganz gute Lead gegen sein Team. Ich kann die Rocks relativ früh bekommen. Oder potenziell auch was Toxiken. Das Einzige, was problematisch wäre, ich weiß gar nicht, was direkt, like, one-on-one, Aegis Slash wäre natürlich problematisch, ja. Das ist natürlich problematisch. Aber ja. Lass uns sehen, wie effektiv es ist. Mein Milchunk-Set leider nicht ganz so effektiv, weil er auch sein Latias gebracht hat. Das heißt, er hat seine beiden Fighting-Resister. Dass er Aegis Slash hat, ist kein Problem. Ich habe Scrappy, das heißt, mit meinen Kampfattacken würde ich ihn tatsächlich super effektiv hitten. Also das dürfen wir nicht vergessen. So, jetzt habe ich hier mal einen Bronzong drin. Also ich könnte direkt für die Rocks einfach gehen. Ich weiß nicht genau, was er machen will. Bronzong ist sehr nervig für sein Team. Ich glaube, ich würde einfach für die Rocks gehen. Er will natürlich sein Paluswine behalten. Ich könnte höchstens für den Toxic dagegen gehen. Aber er hat halt sehr einfache Switches in sein Easy Slash, for example, hier rein. Ich würde einfach für die Rocks gehen, aber ganz safe. Bronzong ist nervig für sein Team auf jeden Fall. Vor allem, weil er Latias auch noch gebracht hat. Bronzong wird schwer, ihn down zu kriegen. Also könnte auch hier einfach nur für den Scald für ein bisschen Damage gehen. Das könnt ihr auf jeden Fall auch sehen. Oder geht auch für den Scald. Schauen wir mal, was für ein Damage wir hier sehen. 161 runter auf 54 Damage. Okay, sehen wir hier. 54 Damage gegen meinen Bronzong von einem Pelipper. Ich kriege natürlich noch meine Leftovers. So, Pelipper Scald. Das sieht etwa Max-Roll, wenn er defensive ist. Wenn er, sagen wir, hätte Tim mit Max Attack, dann geht's nicht. Also er ist defensive auf jeden Fall. Gut, er ist defensive mit Scald. So, was switchen wir da rein wirklich? Ich schätze mal, ich wollen wir nicht geburnt kriegen. Ein Burn auf Miltank ist echt vollkommen egal. Weil die Nutzer haben nur Body. Ah, nee, gar nicht. Body Press ist auch der Burn-Effekt. Wir haben diesmal eine Citrus Berry, weil ich wollte nicht anfangen zu sehen, was wir da machen können. Suika ist nervig, wenn er auch Hurricane hat. Gehe ich einfach nur für ein Toxic? Ich glaube, ich gehe einfach nur für ein Toxic. Bleib erstmal drin. Ich gehe einfach noch für ein Scald. Ich versuche hier einen Burn zu kriegen. Mach nochmal ein bisschen Damage. Und wir landen die Toxic, was nice ist. Gut. Das waren auch schon zwei Runden, also wir schauen mal vom Aufpassen, dass er Scald hat. So, langsam müssen wir am Anfang mit unserem Bronzong nicht zu viel Damage zu nehmen, weil wie gesagt, es ist nervig gegen sein Team. Gegen seinen Piloswine können wir eigentlich fast immer ein bisschen Leftovers Recovery kriegen. Vor allem, wenn er für Earthquake gehen will oder sowas. So, aber ein Toxic auf Pelipper ist nice, das ein bisschen down zu chippen. Aber Bronzong ist jetzt sehr geweakened. Vielleicht war das kein guter Tausch für mich auch. Ich würde einfach in meinen Mirai gehen. Das ist Mon, was ich am wenigsten kehrt, ob es geburnt ist oder nicht. Und falls er hier jetzt für den U-Turn gehen will, wäre das auch in Ordnung. Batterie gegen Pelipper. Scald würde 60% im Rain machen, was nicht eine Menge ist. Aber es würde mir direkt meine Citrus Berry geben. Er crittet mich sogar, gibt dann Burn und Burn. Crit Burn mit dem Scald, das tut natürlich weh. Heißt das, dass ich direkt hier G-Maxen will? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich heißt es für mich, dass ich hier direkt erstmal G-Maxen will. Würde denn ein G-Max Shadow Ball, wenn ich hier Dynamax bin?
würde das Ding hier killen, ja. Und dein Switch in GX Shadow Ball ist nicht existent, wirklich. Das heißt, ich Dynamax ja einfach direkt. G-Max Smite würde ihn auch killen. Aber da kann er sein Aegis Slash switchen oder sowas. Ich gehe direkt für den G-Max Max Phantasm. Wenn ich da Pelipper rausnehme, ist es mir das auf jeden Fall wert, um seinen Regen zu nehmen. Okay, er bleibt drin. Er ist schnell, ihr könnt also einfach für die U-Turn gehen. So ist es nicht, ne? Wir können jetzt einfach für die U-Turn gehen. Das heißt auch nicht unbedingt, dass ich ihn wirklich kille hier. Ja, zwei Runden Toxic wäre das. Sollte das genug Damage sein? Hier ist nächste KP natürlich. Das war, geht hier nochmal fürs Gold, versucht mich zu killen oder geht er für die U-Turn? Das ist die U-Turn, Chip nochmal. So, was will er jetzt hier rein switchen? Was will er jetzt hier rein switchen? Er will nicht viel hier rein switchen. Now for me is where is dein Ether? Okay, da ein Next Phantasm rauszukriegen ist schon mal ganz nice. Er ist natürlich schneller als ich. Er weiß, dass ich keinen Dings habe. Und wir nehmen ihn leider nicht ganz raus. Aber Iron Head killt das wahrscheinlich wieder, oder? Wir sehen, er hat Lefties. Aber Aegis Slash ist fast down, das ist ziemlich auch schon mal ganz nice. Wir verlieren hier unser G-Max sehr wahrscheinlich. Lohnt es sich, dich aufzuheben? 137, ich glaube, Aegis Slash sollte mich von mir killen. Also erstmal schauen wir mal, Aegis Slash Shield. Wenn er jetzt einfach nur Max HP wäre, sieht so aus, als wäre er nur Max HP. Das heißt, er könnte auf jeden Fall voll offensiv sein. Also gehen wir nochmal auf Aegis Slash Blade Form. Sagen, er ist physisch und ja, wird mir alles killen. Shadowclaw macht ja selbst der Min-Roll von Shadowclaw wird mich killen. Ironhead killt mich natürlich auch. Lohnt es sich, Hatterene hier aufzuheben, ehrlich gesagt. Ich bin langsamer als alles. Ich kann den Hit von nichts wirklich tanken. Ich glaube, ich sag's einfach. Ich gehe einfach nochmal. Ich kann auch für den Max Guard gehen. Würde nichts bringen. Nee, einfach Max Phantasm. Er ist schneller als ich, deswegen. Ja, also es lohnt sich nicht, es aufzuheben, meiner Meinung nach. Eins, von dem ich potenziell einen Hit tanken könnte, wäre das, Dings, Latias gewesen. Aber Aegis Slash so low zu haben, ist auf jeden Fall ganz nice. Iron Head Aegis Slash. Weil Aegis Slash war letztes Mal ein Riesenproblem. So, wir haben jetzt Rocks, Pelipper ist toxic. Also, okay. Jetzt die Frage, ich gehe wahrscheinlich mit meinen Nido. Will ich hier meinen Nidoqueen gehen oder. Ich kann ihn mit fast allem killen. Ich glaube, ich gehe mal Nidoqueen, richtig? Ich kann auch ein Azu. Azu ist nicht garantiert schneller. Nidoqueen. Nee, gehe Nidoqueen. Ich spiele jetzt mal safe. So, wird jetzt wahrscheinlich hier eine Earth Power erwarten. Er könnte einfach für seinen Schildbuch gehen, weil er eben Dings. Weil er nochmal bei Euro Leftovers kriegt dafür. Wenn er in seinen Latias geht, ich glaube, ich würde nicht für Ice Punch hier gehen. Ich frage seinen Latias für Hard Predicten. Weil Earthquake ist natürlich sehr obvious. Wenn er fürs King Shield geht. Würde hier sein Aegis Slash aufbauen für mein Team. Schauen wir uns mein Team nochmal an. Wenn er Priority hat, lohnt es sich. Ansonsten nicht wirklich. Hier fehlt Earthquake mal. Latias ist ein sehr weiter Switch, aber wenn er für Kingshield geht, werde ich danach auf jeden Fall für Ice Punch gehen. Aber es wird hart raus. In Latias sehr wahrscheinlich. Inosuke ist sein. Ne, in seinem Pilot. Okay, er spielt safe. Was vollkommen in Ordnung ist. Okay, er holt vielleicht seine eigenen Rocks noch raus. Wir machen nicht so viel Damage gegen seinen Piloswine. Schauen wir mal. Vielleicht will er seine eigenen Rocks haben. Ist das einfach nur Max HP? Ja, sieht aus, als einfach nur Max HP. So, die Frage ist jetzt, okay, ich bin natürlich nicht Dynamax. Im Rain macht man Aqua Tail nicht genug von hier. Sein Earthquake würde mich nicht killen. Aqua Tail wäre ein Two-Hit. Seine Rocker ist es ein einziger Rocker, also Kalmalm ist Rocker. Mein Bronzong ist ein sehr einfacher Switch, er wird hier meinen Bronzong predicten, würde ich sagen. Deswegen gehe ich einfach für den Aquatail, ehrlich gesagt. Ich nehme an, er wird hier meinen Bronzong predicten. Weil Aquatail wird ihn two-hitten von hier im Rain. Und dann sollte für die Rocks hier gehen. Ja, da sind die Rocks. Gut, die Prediction hat schon mal geklappt. Die Prediction hat schon mal funktioniert. Rain ist auch immer noch da, das heißt, ich kann hier einfach nur für den Aquatail gehen. Ich könnte missen, theoretisch, aber Earthquake weiß ich nicht, ob es von hier sollte von hier killen, da bin ich nicht sicher. Weil letztes Mal mit Rocks Damage hat es ungefähr so viel gemacht, deswegen bin ich nicht ganz sicher. Okay, gehe für den Ice Chip, für ein bisschen Chip, was okay ist, sollte nicht zu viel machen. Ja, macht nicht zu viel Damage. Die Frage ist, hitten wir den Aquatail? Der könnte leider immer noch missen. Tun wir ab. Pilot Swine ist down. Okay.
Beinzwein ist raus. Okay, Rocks sind auf unserer Seite des Feldes. Wir haben nicht zu viele Monster bei, die Rocks nervt. Keine, die direkt super effektiv davon gehittet werden, um ehrlich zu sein. So, er könnte jetzt wieder in seinen Pelipper gehen, einfach um den Rain zu bekommen. Ein Nidoqueen ist hauptsächlich da. Eigentlich, das kann auch Hit von Thorn tanken. Es ist hauptsächlich dafür, das Aegis Slash, um Switch darin zu sein. Geht in sein Latias. Latias. Bronzong ist ja offensichtlich Switch. Ich könnte auch einfach in meinen Taiju gehen. Sollte jeden Psycho von Latias, könnte eine Menge Damage machen. Ich gehe, glaube ich. Ich brauche noch mein. Was Dings das für Def ist. Wozu brauche ich mein Dings? Ich könnte Tor noch rein switchen, das kann Bronzong auch. Mit normalem. Nidoqueen ist doch ein Einmal-Switch in sein. Psyshock von Latias. Würde mich jetzt mal killen von hier, weil ich physisch defensiv bin. Damals wäre Standard Latias hier. Psychic würde mich auf jeden Fall killen. Ein Psyshock jedoch nicht. Und Ice Punch würde 50% ungefähr machen. Ich gehe einfach für den Ice Punch. Ich glaube nicht, dass Nidoqueen so wichtig ist in dem Match. Er geht für Draco, okay. Er hätte also in Aso sehr einfach switchen können. Draco sollte mich killen. Ah, ehrlich gesagt, hat eine Chance, mich nicht zu killen. Wenn er nicht Boosting Item ist. Ja, tut es auch nicht. Sehr nice. Also, er ist nicht Boosting Item. Draco. Das macht eine Menge Damage. Jetzt ist minus 2. Also, jetzt kann ich auf jeden Fall easy in meinem Bronzong switchen. Ich kann Nidoqueen noch als Zeig aufheben. Es gibt nichts, was er mit minus 2 gegen Bronzong machen kann. Tricken wäre das mieseste, aber natürlich, wenn er ein Choice-Item hat, ist er jetzt in Draco Meteor gechoiced. Ja, ich wollte jetzt nicht in ein Asus switchen. Ich gehe einfach nochmal für einen Draco, okay. Dann hätte ich einfach in Asus gehen können. Okay, jetzt kriege ich nochmal ein bisschen Leftovers immerhin. Er könnte seinen Pelipper hier switchen wieder. Ich könnte diese doublen. Was würde ich switchen, wenn ich seinen Pelipper predicten will? Was will ich hier switchen, wenn ich seinen Pelipper predicten will? Hätte aber direkt in Dings gehen können, in meinen Asu, um fair zu sein. Wäre das Beste gewesen. Aber ich wollte nicht, dass er jetzt irgendwie seine Moves abswitcht. Ich glaube, für einfach Gyro Ball hier. Pelipper ist ein offensichtlicher Switch. Für Roost. Okay, Gyro Ball sollte noch genug machen von meinem Bronzong. Gegen Latias, ja, macht auf jeden Fall genug. Sollte so um die 60% machen. 55 bis 60. Da kann er nicht gegen Roosten. Gibt mir noch ein bisschen Leftovers hier. So, wenn er nochmal roosten will, kriegt er jetzt einen Toxic ab. Okay. Kriegt jetzt einen Toxic von mir ab für. Danach wird er wahrscheinlich raus switchen. Wir hitten unser Toxic. Also er hat auch roost. Gut zu wissen. So, ich nehme an, er wird jetzt hier im Pelipper switchen, um fair zu sein. Wie können wir das am besten ausnutzen? Oder will ich einfach drin bleiben, um meine Leftovers zu kriegen? Weil KP auf meinem Bronzong sind auch wichtig. KP auf meinem Bronzong sind auch wichtig. Ja, sind auch wichtig. Ist nicht garantiert. Ja, ich switch, glaube ich, in meinen. Wenn ich nochmal rein switche, ich glaube, ich gehe tatsächlich einfach für den. Ja, für den Gyro Ball nochmal. Auch wenn Pelipper sehr offensichtlich ist, ich will die Runde Leftovers noch auf meinem Bronzong haben. Ansonsten, Asu wäre der gute Switch gewesen. Genau von mir, was sein Easy-Stand ist, okay. Hätte ich auch für Earthquake gehen können. Wäre gut gewesen. Aber ist okay. Wir haben insgesamt einen Toxic noch auf seinen Dings bekommen. Er macht natürlich fast keinen Damage. Gegen meine Leftovers. Er kriegt natürlich zuerst, weil er schneller ist. Aber ja, jetzt werde ich hier mein Nidoqueen stacken. Ich werde jetzt hier direkt mein Nidoqueen stacken. Er hat Iron Head gezeigt. Wenn er es hier rein switcht, wird auf jeden Fall ein Ghost Move haben, ne? Wir haben die Queen Sacken hier. Ich könnte auch aggressiv sein und Miltank zu gehen, aber Close Combat ist auch ein Play hier. Close Combat wird eine Menge gegen meinen Bronzong machen. Ich sack jetzt hier einfach Nidoqueen. Dafür habe ich es auch aufgehoben, damit es nochmal ein Sack sein kann. Und der Switch geht für Close Combat hier. Das war zu erwarten. Fehlt mein Nidoqueen.
CC, das ist gleich. So, die Frage ist, gehe ich jetzt einfach in mein... Ich habe einen Toxic auf Latias. Ich mache einen Breaker von Latias gegen meinen... der Milter. Um die 60%, okay. Wenn sie auf den Miltank gehen, und mal die Body Press drücken. Das wird hier rein switchen, wahrscheinlich sein Torn. Pelipper, alles potenzielle Plays. Plus Combat von Aegis Slash würde gegen mich machen, wenn ich bei plus 1 bin. Wenn ich plus 1 Defense bin, weil wenn ich für Defense kill, bin ich natürlich schneller. Plus 1 Defense. 55%. 55% wird das machen. Danach könnte ich mit Milk Drink mich wieder hochheilen. Der wird letztendlich das 1v1 verlieren. Kriege ich für Defense kill, weil ihr könnt auch rauswitchen. Ihr könnt auch versuchen rauszuswitchen. Und dann schon mal einen plus 1 Defense Boost gegen irgendwas zu haben, hilft schon mal mit dem potenziellen Miltank. Sweep. Ja, er switcht aus, okay. Hat Angst vor dem Earthquake, er geht in Escanor. Escanor ist neu. Escanor ist sein Tor, okay, ja. Okay, er ist nicht Boots. Das ist gut zu wissen. Er ist nicht Boots. Ich kriege meinen Defense Curl. Focus Blast von ihm, vom Torn. Ich weiß ja nicht, was er genau ist, ne? Das könnte alles Mögliche sein. Ich weiß, er hat Focus. Sehr wahrscheinlich würde er Focus Blast haben. Also, gegen Focus Blast ist sehr, sehr wahrscheinlich. 70%. Ja, mein Body Press macht fast keinen Damage. Ich könnte jetzt hier ein bisschen drumherum spielen, weil Nidoqueen ist noch ganz nice gegen sein Team. Ja, ich muss Toxic irgendwie darauf gehen. Ich werde jetzt hier auf dem Focus Blast in mein... Er muss auf Focus gehen. Ich könnte auch einfach meinen Asu gehen. Das ist ein bisschen safer, würde ich sagen. Das tankt alles. Und ich muss nicht predikten, ob er Hurricane oder Focus Blast oder sowas drückt. Wenn er Focus Blast drückt, das ist natürlich auch... tank ich das natürlich auch ganz gut weg. Schauen wir mal, was er hier macht. Focus Blast, ja. Wir sehen, er misst sogar. Okay. Was switcht jetzt hier rein? Ich habe hier einen sehr freien Knockoff, ehrlich gesagt. Ich werde ihn einfach drücken. Sehr freien Knockoff hier. Asu ist tatsächlich ein großes Problem für sein Team, so wie es bisher aussieht. Aber das letzte Mal auch. War das letzte Mal ja auch. Keine Ahnung, was für ein Item er haben könnte. Er könnte diesmal tatsächlich Choice Back sein. Finde ich jetzt leider nicht raus wegen dem Damage. Ich hätte jetzt lieber den Focus Blast tatsächlich an meinen Asu getankt. Und dafür wüsste ich, ob er Choice Back ist oder nicht. Weil er ist nicht Boots, er hatte gerade Rocks gedeckt. Focus Blast von einem Specs Torn. Choice Specs Torn hätte um die 20% noch gemacht. Ja, das wäre jetzt nicht so viel gewesen. Maximal 20, 17 bis 20 laut der Kalk hier. Switch raus, hackt wahrscheinlich sein Aegis Slash, wenn ich raten müsste. Nein, er geht in Mainz in sein Pelipper, okay. Das heißt, wir können hier mit Knockoff plus Aqua Jet wahrscheinlich seinen. Wahrscheinlich sein Dings wegnehmen, sein Rain. Pelipper Defensive. Also, wir nehmen jetzt wahrscheinlich sein Rain-Item. So, er war Damp Rock. Damp. So, Aqua Jet im Rain. Wie viel mache ich dagegen den Ding? Im Rain sind wir hier schon. 13%. Scald wäre super nervig, wenn es sich burnt. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Burn mich nicht. Mein Zucker sollte schneller sein als Pelipper. Könnte ich ihn rausnehmen mit Shadow Ball? Ja, ich glaube, das ist es wert. Er geht auf jeden Fall für Scald hier oder Roost. Scald oder Roost sind seine zwei Plays hier. Und eigentlich müsste es. Und so kann ich noch ein bisschen Rain Turns rausstallen. Hier ein bisschen Rocks, geht hier für den Scald, ne? Der U-Turn, okay. Okay, das heißt, das war sein letztes Mal, dass er Rain bekommt. Weil er soll. Ich hab ihn nicht genau gesehen. Ich weiß nicht, ob er nochmal einen Switch in Rocks hat. Weiß nicht, ob er nicht nochmal einen Switch in Rocks hat. Torn ist sein wahrscheinlicher Switch in hier. Aegis Slash könnte es auch sein. Ne, geht aber an Torn. So, er hat jetzt freie Hurricanes. Wie gut tankt Bronzong in Hurricane von einem Specs Torn? Von einem Specs Torn. Was heißt mir hier hin? 50 KP Damage Maximum. Mit Leftovers sind bei mir ungefähr 10, jetzt habe ich auf 100. Das heißt, mit Rocks würde mich sehr wahrscheinlich killen. Aber ich habe keinen anderen Switch, ehrlich gesagt. Und ich gehe jetzt lieber an Bronzong in der Chance, dass er Lower Rolls kriegt.
Oder Brothering ist halt echt nice gegen sein Team. Das Problem ist, wenn mein Zyker down ist, ist sein Kamalm ein Riesenproblem. Vor allem, wenn er nochmal potenziell Rain kriegen kann. Durch irgendwas. Wenn ich Bronzer sacke, kann ich danach noch. Zykai ist nur gegen Kamalm gut, wenn Bronzer gegen mehr gut ist. Ich glaube, ich bleibe sicher einfach drin. Und sack jetzt mein. Zykai für Damage. Weil Bronzer ist tatsächlich wichtiger, glaube ich. Könnte ein Fehler sein. Er wird auf jeden Fall hitten und wird mich auch killen hier. Jo. So. Das Öklinggang ist echt gerne jetzt hier freien Bronzong gehen. Er wird jetzt eine Toxic erwarten. Oder ein Gyro Ball. Deswegen werde ich für EQ gehen. Oder so eine E ist leicht zu catchen. Wenn ich das Ding getoxic kriege, kann mein Mill-Tank sehr wahrscheinlich winnen. Geht für Earthquake, Rieke sein, E-Slash. Er ist, okay, das war jetzt schlecht für mich. Er ist nicht choiced. Weatherball isn't to hit. Okay, die Prediction hat nicht geklappt. Ah, das ist nervig. Die Frage ist, kann Azu das noch winnen jetzt? Kann Azu das potenziell noch irgendwie gewinnen? Er ist nicht, wenn er nicht Choice Packs, also Weatherball killt mich ja. Er war nicht Choice, okay. Ich denke diesmal, okay, ich habe vorhin gedacht, dass er Choice Packs ist. Aber wenn ich für die Toxic hier gegangen hätte, wäre das so easy gewesen. Weil Toxic auf Demolatias ist genau das, was mein Mildtank vom Sweepen abhindert. Ja, ich sterbe hier leider. Ja, dann müssen wir jetzt in Azu gehen. Ist das nervig. Ist das nervig. Hätte ich den Toxic da bekommen, das wäre mein Opening gewesen. Das wäre tatsächlich mein Opening gewesen. Ich gehe jetzt nochmal an Azu. Azu ist immer noch sehr nervig gegen sein Team. Liquidation hat er keine Switches. Er hat immer noch sein G-Max. Ja, ich glaube, das ist jetzt Game Over. Ich glaube, das Earthquake hat jetzt Game Over gemacht. Weil auch mit einem Gyro Ball hätte ich gegen Torn, wenn er keinen Bulk hat, mindestens 60% gemacht. Wirklich ist ein Hurricane. Ja, geht nur für Damage. Es ist noch, wenn ich ihn killen sollte jetzt. Oh, bitte hitte. Oh, nee, jetzt muss ich durch Confuse gehen und auch abgetötet. Wenn er seinen Torn sackt, dann kann mein Mildtank noch gewinnen. Kann mein Mildtank tatsächlich noch gewinnen. Torn ist down. War das ein Crit? Nee, Torn ist down. Okay. Das ist unser Opening. Kann jetzt in kein Kamalm gehen, ja. Wie viel Rain hat er noch? Ich muss auch irgendwie auf Defense Curls mit meinen Mildtank durchkommen. Eieieiei. Er könnte das jetzt noch choken tatsächlich, wenn er nicht in seinen offensiven Mons geht. Auch mal, ja, geht jetzt hier in seinen Kamal. Warum bin ich confused? Warum bin ich confused? Es tut so weh. Ich sollte hier sterben gegen alles. Ich bin nicht bulky genug. Die Frage ist, ob mein Miltank danach noch seine Moves tanken kann. Ja, das ist die einzige Frage. Und da brauche ich auch nicht viel überlegen und predikten. Ich gehe einfach für ein Aquajet. Versuche hier Maximum Damage zu kriegen. Könnte mich natürlich noch selber hitten wegen der Confusion. Frage ist, wie viel macht sein Kamalm gegen meinen Miltank? Wahrscheinlich zu viel, ne? Vor allem, wenn er noch irgendwie auf dem. Ja, ich glaube, es ist GG. Ah, hätte ich mal noch mein Dings. Ah, wäre ich mit Bronzong für Gyro Ball gegangen, hätte ich das Torn in Range für Aquajet gebracht. Dann wäre mein Azu jetzt noch healthy genug, um wahrscheinlich einen Hit zu überleben. Ich hätte nicht selber, das ist schon mal gut. Mann, hier ein bisschen Damage. Ich frage, was für ein Item ist er hier? Er geht für Max Ooze, also er hat den Poison Move, okay. Es hat keinen Sinn zu kalken, ne? Ich muss einfach. Was gibt jetzt ein. Es geht auch noch ein Special Attack Base. Aber ich glaube nicht, dass das Special ist. Unwahrscheinlich, dass das Special ist. Er ist Life Orb. Ah, ich glaube nicht, dass ich so viele Hits von Life Orb kann man überleben kann mit meinem Miltank. So bulky bin ich dann auch nicht. Aber wir können mal gucken, ob. Wie viel Rain wir noch haben. Wie viel Rain wir noch haben. Das kann man hier irgendwo sehen, ne? Nee, da nicht. Y. Okay, wir können das nochmal sehen. Ich meine, irgendwo könnte man das doch sehen, oder? Ah, hier. Rain ist die letzte Tür von Rain.
Das heißt, nach dem Ray bin ich schneller. Das heißt, falls ich ihn hier tanken sollte, muss ich jetzt hier für Defense Curl gehen, ne? Aber ich glaube nicht. Das ist ein Rain, das Life Orb, er hat seinen G-Max-Move. Ja, das ist Stone Surge. Falls ich das irgendeinen Grund erleben sollte, ich bin doch nicht mehr physisch defensiv, ich bin hauptsächlich für Death. Ja, ich bin dead. Das ist GG. Was waren die Misplays? Auf jeden Fall einmal die EQ mit Dings. Der hat genervt. Gut, der hat mich mit Poison wahrscheinlich eh gekillt. Wieder, dass sein Torn. Ja, dass sein. Sein Torn schon wieder Dings ist, ne? Ja, GG. Haben wir einfach verloren. Kann man nicht anders sagen. Ich wüsste, was. Da waren auf jeden Fall noch andere Misplays dabei. Kein so grieses Offensichtliches wie letztes, wie beim ersten Match gegen ihn. Aber ja, ja, sein Pelipp am Anfang. Da haben wir auch ziemlich doof drumherum gespielt. Also, weiß ich, was man da hätte anders machen können. Hat mir eine Menge KP auf meine Adrede genommen, hat eine Menge KP von Bronson genommen. Ja, ich glaube, wie wir am Anfang im Pelipper gespielt haben, das war ziemlich doof und ziemlich awkward. Da haben wir eine Menge KP verloren auf unseren Mons. Also ich glaube, das war entscheidend. Ich glaube, Earthquake am Ende gegen Torn. Weil da wäre mit einer Menge ins Spiel kommen müssen. Aber hätte ich einen Hit, wäre ich für Jungle Ball gegangen, hätte dann für Aquajet mit Dings gehen können, dann hätte der die eine Runde Rain weniger gehabt. Und dann ohne Rain weiß ich nicht, ob Stone Shirts mein Miltan killt und so weiter. Und dann, wie gesagt, nachdem Torn tot war und ich Toxic auf Latias hatte, würde Miltank könnte sweepen, theoretisch. Ah, es hängt auch viel von ab. Ne? Ich muss genug KP haben, um einen Draco zu überleben, damit ich danach noch einen Milk trinken kann und so weiter. Aber ja, GG auf unserem anderen Gegner. Eine Menge Ifs und Whens und Could Have. Am Ende steht leider die Niederlage für uns hier. Und ja, GG an Belmont. Und das ist alles von mir. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abonnement und einen Comment. Bis zum nächsten Mal. Ciao.